Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder auf den Flohmarkt. Wir waren in Wörth am Rhein unterwegs auf dem Globus. Haben da auch Leute getroffen, die mich erkannt haben. Hat mich ein bisschen gefreut. Ich grüße an der Stelle und ich habe einen coolen Deal mit denen gemacht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt nach dem Intro gleich mal mit den Live-Aufnahmen. Viel Spaß! Ja, ich kommentiere so ein bisschen nebenbei. Das war der erste Stand, gleich ein kleiner Volltreffer. Wenn ich denn noch im großen Retro-Games-Sammelfieber wäre, ein paar coole Games waren dann doch dabei, wo ich fast zugegriffen hätte. Der Verkäufer hatte aber die Preise schon im Kopf. Aber ich habe mir nicht nehmen lassen, da auf jeden Fall mal komplett durchzustöbern und habe dann Tony Hawk's Pro Skater gefunden. Eigentlich ein cooles Ding, leider ohne Cover. Die Anleitung war auch immer das Beste. Das ist so ein Ding, das kann man sich trotzdem wieder in die Sammlung holen. Und dann geht es auch schon zu den PlayStation 3 Games. Und da stöber ich ein bisschen rum. Man hört im Hintergrund die Diskussion zwischen Käufer und Verkäuferin. Verkäufer und Käufer über ein Puzzle und übers Handeln fand ich ganz witzig, hat mich so ein bisschen leicht aufgeregt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob diese Dragon Ball Games vielleicht irgendwie wertvoller sind, als ich denke. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Das ist nagelneu. Aber an den beiden Stapeln finde ich nichts, bis auf eins, das mich ein bisschen mehr interessiert hätte, und das ist dieses Pac-Man. Ja, wird gehandelt so zwischen 15 Euro, habe ich noch nie gesehen. Hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Und auch dieses 007 Legends. Gehen Sie auf die 5. Oh Mann. Nein. Ich habe mich bis gerade über die Dinge aufgeregt. Ich meine, sonst muss es verschenken. Das stimmt. Und hier finde ich dann wirklich was Cooles, weil ich ein absoluter Batman Arkham Asylum und Arkham City Fan bin. Für die PS3 das Batman Steelbook und das habe ich dann auch mitgenommen. Ja, dann sag ich mal 8. Dann sag ich 10. Dann treffen wir uns bei 9. Sehr gut. Ja. Am ersten Stand habe ich gleich zugegriffen. Ich bin ein sehr großer Fan der Reihe Batman Arkham Origins und ich habe hier dieses coole Steelbook entdeckt und das konnte ich nicht liegen lassen für das Geld und es war noch in einem sehr guten Zustand, finde ich, und komplett. Und das Geile ist, wenn ich das aufklappe, dann könnte man meinen, dass der Batman komplett drauf ist, ist aber eigentlich die Rückseite. Batman Origins, erster Fund, gleich am ersten Stand. Da hätte ich viel mehr mitnehmen können, aber das war das Highlight. Ja, ist ganz schön. Der konnte mal irgendwas, oder? Das Action-Feature funktioniert nicht mehr. Milva! Ein Slushy. Ungeschnitten. Ja, ja, ja.
Was soll denn da eins kosten? 3 Euro. 3 Euro? Ja. Krass, gell? Haben wir die 2,5? Ja. Sehr schön. Ja, dann habt ihr es ja gesehen, für einen schmalen Taler mal wieder was für die Assassin's Creed Sammlung. Da bin ich so ein bisschen auf dem Vormarsch Fullset vielleicht, weil ich die Spiele einfach sehr cool finde. Für die PlayStation 3 einmal Assassin's Creed Brotherhood. Und an der Stelle komplett in einem Top-Zustand. Und Assassin's Creed Revelations. Und hier ist auch derselbe Zustand. Und das Ganze für einen Fünfer. Beide. Habe ich mich sehr gefreut. War cool. Ja, die Aufnahme habe ich reingenommen, weil ich eine absolute Kindheitserinnerung gefunden habe. Und das sind die Wimmelbildbücher von Ali Mitgutsch aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren. Absolute nostalgische Kindheitserinnerung, immer zum Schlafengehen angeguckt und mega cool gezeichnet. Und wenn man sowas natürlich auf dem Flohmarkt findet, dann freut man sich doppelt und dreifach. Ich habe es jetzt natürlich nicht mitgenommen, ich habe die aber noch im Dachboden bei uns eingelagert. Und hier war es so, dass es Funko Pops gab. Was kostet das? Von verschiedenen Bands. Dann war das ein bisschen eine kragelige Aufnahme, aber man hat es bestimmt erkannt. Ich habe da einen Funko entdeckt, den es noch nicht so lange in Deutschland gibt. Kostet so um die 20 Euro, ist noch im Originalzustand. Leider ist der Angus von seiner Halterung runtergehupft. Ist aber nicht schlimm, weil ich das Ding sowieso auspacke. Und es sind die Album Editions. Einmal mit der Angus Young Figur und diesem Album Mini Poster. Und das Ganze hat mich halt 4 Euro gekostet bei der Dame und ich habe mich mega gefreut. Da war noch mehr rumgelegen, Ozzy Osbourne und sowas, aber eigentlich platztechnisch habe ich mir dann das Beste rausgesucht und das war AC/DC. Und dann hatte die für 4 Euro auch noch das Game Skate 2 auf dem Tisch. Die 10 Euro stimmen nicht, ich war ein bisschen erschrocken. Finde ich eigentlich relativ cool, habe ich jetzt vor kurzem auch den dritten Teil gefunden. Wer von euch den ersten Teil noch abzugeben hat, einfach mal Bescheid sagen, denn der fehlt mir noch. Als Gate 2 hier an der Stelle auch kompletto. Ja, und dann haben wir hier einen Korb voll mit 3D-Movies. Für mich einfach nicht mehr nutzbar, weil ich keinen Fernseher habe, der das abspielt. Aber es gibt da noch eine Fanbase. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch 3D-Filme guckt. Bei einem weiß ich auf jeden Fall, bei zwei weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass die das noch machen. Liebe Grüße gehen raus. Was kostet der? Der kostet 15 Euro, normal 20, 15. Okay. Und der Auto 30. Da ist auch einer mal drin, gell? Sehr cool. Ich habe
Was kostet da Blu-ray? Machen wir zwei für den? Sehr schön. Ja, dann haben wir endlich was für die Filmfreaks unter euch. Ein Film, den ich schon sehr oft empfohlen bekommen habe und immer einen großen Bogen rumgemacht habe, obwohl ich eigentlich ja, mittelmäßiger Ryan Reynolds-Fan bin. Also ich mag den Schauspieler schon. Und das ist, und das im sealten Zustand auch, wenn der sealte Zustand jetzt nicht mehr der beste ist, Buried, lebendig begraben. Ja, der wurde mir ein paar Mal wirklich empfohlen und jetzt habe ich den in der Sammlung und ich bin mega gespannt, ja, wie der so ist. Wir haben auf jeden Fall verpassen. Hallo. Ach gut, ja, ihr seid im Fernsehen. Ehrlich? Sehr schön. Das freut mich. Dustin BT. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir auch schönes Foto. Ja, gell. Tschüss. Ja, ich gleich was ich euch abkaufen kann, siehst. Sicht war nicht mehr oft. Gut, ja, ist das. Pforzheimer Gegend. Wir sind heute ein wenig weitergefahren, weil bei uns ist ja nichts. Was habt ihr denn noch da? Das ist ja für euch okay, oder? Wenn ich dann filme, oder? Das würde ich mitnehmen. Gehen wir gut Bewertungen, dann sagen drei. Ja. Spielburg, oder? Gibt es eine Flohmarkt-Bewertungs-App? Das und das? Was wollt ihr denn dafür? Fünfer. Jetzt hätte ich vier gesagt, aber weil ihr mich abonniert habt, machen wir fünf. Dann habt ihr es ja gesehen, wurde ich angesprochen, ja, kennst den? Wir sind doch Abonnenten, haben uns da ganz nett unterhalten, war richtig, richtig cool. Da musste ich natürlich dann auch etwas mitnehmen und die haben auch das Passende am Stand gehabt. Ich habe dann auch gesehen, Starship Trooper 3 oder 2 war im Steelbook dort gelegen. Das habe ich komplett übersehen leider, das hätte ich gern mitgenommen. Aber zwei Sachen, die für mich eigentlich von großer Sammlungsbedeutung sind, habe ich mitgenommen. Und das ist einmal Flags Our Fathers, also der Film über den Pazifikkrieg. Da gibt es ja zwei Versionen. Einmal Flags Our Father von Clint Eastwood aus der Sicht der amerikanischen Soldaten und dann gibt es einmal Letters from Iwo Jima, den habe ich das letzte Mal auf dem Flohmarkt entdeckt und jetzt kann ich diese Reihe praktisch komplettieren mit diesem coolen Steelbook und das Ganze hat mich gekostet, inklusive Call of Duty Finest Hour für die PlayStation 2 in einem sehr guten Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen, für zusammen 5 Euro und da habe ich auch nicht gehandelt, weil ich einfach gesagt habe, cool, Abonnenten gucken meine Videos. Und dann nehme ich da gern was mit, wer mich irgendwo erkennt oder so, gern ansprechen. Auch wenn meine Reichweite jetzt ja auch noch nicht so groß ist, dass ich jetzt da irgendwie meine, ich werde die ganze Zeit auf der Straße erkannt. Oh! Das ist komplett mit den Spielen. Zwei Konsolen. Und 37 Spiele. Was willst du dafür haben? 130 Euro komplett. Die ist ja beklebt, oder? Das ist beklebt. Ja, ja. Der ganze Korb 130, so viel Geld habe ich leider nicht mehr. 37 Spieler. Mit Korb und mit Dings alles. Am Ende war der Preis dann weitaus zu hoch und die Spiele waren durchgehend Sportspiele. Das Ding war beklebt. Ich weiß nicht, wie das Ding ausschaut. Ja, da habe ich das dann einfach liegen lassen, obwohl es mich so ein bisschen magisch angezogen hat. Dabei. Absoluter Klassiker. Gut, oder?
Mal genauer schauen. Tiberium Sun, sehr geil. Stand bei euch? Ja. 2 Euro pro Blu-ray, ist das richtig? Ja, genau. Und die DVD ist 1 Euro. Ja, DVDs. Aber manche Sachen gibt es auch gar nicht. Leider, leider. Ja, ja. Es gibt ja auch noch VHS-Kassetten, wo nicht. Das ist richtig. Dann wird es mal Zeit. Da bin ich gerade dabei. Ja. Ich habe jetzt erst 400 DVDs aussortiert und bin jetzt am Upgraden. So eine Never-Ending Story. Wenn jetzt kein Corona-Quiz gegangen wäre, normalerweise noch ein Börse. Ja, ich gehe jetzt nach Neuss im September das erste Mal wieder, weil hier ist ja keine gewesen. Die letzte war in Karlsruhe. Ja, aber das ist für uns schon fast zu weit. Wir fahren jetzt wirklich einmal nach Neuss, dort zu dem 10-Jährigen. Aber sonst ist das hier Mangelware. Ludwigsburg gibt es nicht mehr, komischerweise. Ja. Da war der Termin das Jahr angesetzt, aber. Ja, das war alles. Wenn wir jetzt an der Ecke so ganz so kommen, wir da spannend doch so von der Strecke, wo wir sagen, ist okay. Ja, ich komme schon Richtung Stuttgart, das ist wie. Es wird schon auch noch gehen, aber. Ludwigsburg ist da war das Jahr Termin angesetzt in der Halle und das ist alles weg aus der. Aus der Börsen-App. Geht es mit der Hoben auf der anderen Seite oder was sind wir durch? Aber da müssen wir ja wieder zurück. Zum Mitlaufen müssen wir ja eh. So wie. Die nehme ich mal blind mit. Machen wir die für 5, die 3? Sehr schön. Ja, dann habt ihr es ja gesehen. Ein Sammlerkollege, der dort verkauft hat, war eine kleine Diskussion über Filmbörsen, Cons, warum das bei uns so dünn angesiedelt ist im Gebiet und in NRW sprießen die Dinger wie Pilze aus dem Boden. Es ging ein bisschen um Neuss, war ein interessantes Gespräch, da konnte ich natürlich auch nicht mit leeren Händen weggehen und habe ihm da ein bisschen was abgekauft und das war so Independent-Titel, sage ich jetzt mal, und ein Ding, das mir noch gefehlt hat, und zwar ist das Need for Speed. Der Film mit Aaron Paul aus Breaking Bad, den kenne ich tatsächlich noch nicht. Habe so ein bisschen den Bogen um das Ding gemacht, Videospielverfilmungen. Aber irgendwie habe ich trotzdem jetzt Bock drauf. Und dann ein paar Titel, wo ich sage, okay, könnte was sein, könnte aber auch scheiße sein. Das ist einmal The Diabolical. Das Böse ist zeitlos. Könnte so in diese Reihe, ja, der Filme, die jetzt so halt, diese Horrorfilme, die jetzt halt im Endeffekt erlösen uns von den Bösen oder sowas. Muss ich mal gucken, sind auf jeden Fall ein paar Schauspieler dabei, die man so kennt. Vor allem Ali Larter von Final Destination ist dabei. Machen wir mal einen Blick drauf. Und dann habe ich, und da denke ich wirklich, allein schon vom Cover, das ist ein ziemliches Low-Budget-Ding, ist. Allein der Titel Blutrausch einer Legende, Bigfoot. Ja, keine bekannten Schauspieler dabei, ist aber ein Blockbuster-Entertainment. Ich glaube nicht, ich werde mir das trotzdem mal verpassen. Beworben wird der Film mit Paranormal Activity, trifft auf einen der ältesten Mythen Amerikas. Ja, also wahrscheinlich wieder so Home-Video-Geschichte, wo sie im Wald unterwegs sind. Bigfoot. Konnte ich aber trotzdem mit liegen lassen, vielleicht ist das ja Geheimtipp. Wie cool ist denn das?
Das ist echt von Universal. Guck mal. Das ist doch von Bambi, oder? Weiß ich nicht. Guck doch. Aber das haben wir ja schon. Doch, klar. Den Affen nehmen wir auf jeden Fall mit. Für 1 Euro. Der letzte Fund war was ganz Interessantes. Es ist eigentlich wohl Spielzeug, aber es ist wirklich von Universal und ich glaube, es ist aus der Zeit von Kong. Und den ersten Kong meine ich da damit. Von 2000, ich weiß gar nicht, wann der Film gedreht wurde. Und zwar ist es King Kong. Sieht zwar etwas merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber irgendwie hat mich das Ding magisch angezogen. Und ihr seht es hier wirklich, es ist Spielzeug von Universal und auch zu dem Film. Und das ist im neuwertigen Zustand einfach richtig cool. Keine Ahnung, wo die den her haben, ob es den so gab, ob das irgendwie ein Fake-Ding ist. Aber ganz ehrlich, für 1 Euro kann man das Ding mitnehmen und der wird sich irgendwo da in meine Tierhorror- und Tierfilm-Regalreihe verkrümeln. Ja, das war's dann auch schon wieder mit Flohmarkt. Ich erinnere euch nochmal an mein laufendes Gewinnspiel zu meinen 800 Abonnenten. Das läuft am 1. September aus. Macht da auf jeden Fall mit. Es gibt echt was Cooles zu gewinnen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht guckt ihr ja auch mal in meine Filmthemen so ein bisschen rein. Die laufen etwas schwierig. Ich weiß aber, dass sich halt mein Content sehr oft geändert hat und daher halt einfach die Abonnenten nicht so angesprochen waren. Vielleicht kann ich einen zum Film schauen, der begeistern. Ich wünsche euch was. Euer Dustin BT. Ciao.